Ja, Olaf Scholz von gestern, und bei mir im Studio ist noch Hans-Dieter Heumann von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Herr Heumann, jetzt schauen wir mal auf den heutigen Tag. Der ist ja nicht unspannend, denn der G7-Kreis wird mit einmal so eine Art G12, nämlich es kommen 5 Staaten dazu. Indien, Indonesien, der Senegal, Südafrika und Argentinien. Das ist jetzt irgendwie erstmal eine bunte Mischung. Wie kommt das zustande? Naja, es ist nicht bunt, nicht von ungefähr. Also das, welche dazukommen, das gibt es auch in der Vergangenheit. Indien ist unter den Staaten, die zum Beispiel sich bei den Resolutionen zum Krieg enthalten haben dabei, ist ein wichtiger Staat, der eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit Russland folgt, auch dessen Rüstung eigentlich von russischen Zulieferern abhängig ist. Also ich würde sagen, China und Indien sind die beiden wichtigen Staaten außerhalb der G7, die man gewinnen will. Denn es ist klar, dass man Probleme hat, die man mit diesen beiden Staaten, gerade Klimawandel, auch lösen muss. Indonesien wird die G20-Präsidentschaft im Herbst ausrichten. Und ganz spannend, Indonesien hat ja gesagt, man wird Russland nicht ausladen wollen. Also hier nur kurz zu, schauen Sie sich die anderen Staaten an bei G20, da sind nun nur wenige Demokratien dabei. Südafrika ebenfalls, ein Staat, der sich enthalten hat und übrigens gerade einen Besuch in Moskau hinter sich hat. Senegal, der Vorsitzende der Afrikanischen Union. Vielleicht 2 Punkte hierzu. Man muss sich klar machen, dass ein Systemwettbewerb, den auch Bundeskanzler Scholz gestern wieder, Demokratien sollen geeint reagieren, das Problem aufwirft, oder uns davor bewahrt, die nationalen Interessen von all diesen G20-Staaten zu sehen, die nicht im Krieg liegen in der Ukraine, sondern die in der jetzt drohenden Nahrungsmittelkrise liegen. Also, ob das eine gute Idee ist, das weiß ich nicht. Das Zweite aber, die Investitionen, die man möglicherweise auch beschließen wird, immerhin die Summe von 600 Milliarden, natürlich die Mobilisierung von privatem Kapital, das ist eine Initiative, die gerade auf diese G20-Staaten zielt, auch in Afrika. Und der strategische Aspekt davon ist, dass man etwas auch der chinesischen Seidenstraßeninitiative entgegensetzen will. Folgt man damit eigentlich Joe Biden? Ist das eigentlich so ein Entgegenkommen an Joe Biden? Weil der hat sich ja mit auf die Agenda geschrieben, wie es eigentlich auch schon Donald Trump vorher gemacht hat, dass man China einiges entgegensetzen will. Wir Europäer sind da ja immer eher so ein bisschen zurückhaltend, um nicht zu sagen ein bisschen lasch. Ist das jetzt so ein Entgegenkommen an Joe Biden, dass man jetzt diese, ich sag mal, europäische, US-amerikanische Seidenstraße ins Leben rufen will? Also die EU hatte auch schon seit einigen Monaten ähnliche Ideen mit dem Global Gateway, Konnektivität. Die EU hat immer sehr technische Ausdrücke für strategische Initiativen. Aber die Frage stellt sich in der Tat, inwieweit nehmen wir diese Idee des Systemwettbewerbs, der amerikanische, die Zweiteilung der Welt, soweit ich gesehen habe in dieser Sendung auch vorher, der frühere Präsident, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hat ja auch davor gewarnt, er hat recht. Also das ist eine Gefahr, denn dann kommen wir in eine Situation bei einer Zweiteilung der Welt, wo wir globale Probleme nicht mehr gemeinsam lösen können. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen bei so einem Gipfeltreffen, wenn jetzt Indien mit am Tisch sitzt? Indien ist ja der Nutznießer von billigem Öl aus Russland, deckt sich da ordentlich ein, gibt das auch ordentlich zu. Müssen die sich da einiges anhören lassen, die Inder, oder wird man da einfach auch sehr diplomatisch vorgehen und das eher auf diese Weise versuchen? Man muss um die werben. Wenn Sie eine Preisobergrenze, das wird wahrscheinlich nicht beschlossen, aber das ist ja die Idee im Augenblick. Steht ja im Raum, steht. Preisobergrenze für Ölimporte aus Russland. Dann brauchen Sie solche Staaten, denn die Preisobergrenze hat ja nur Sinn, wenn die großen Bezieher, China wird man wahrscheinlich nicht dafür gewinnen können. Aber es gibt natürlich ein Interesse auch von Indien, eine Preisobergrenze für. Also da wird man drüber sprechen können und hier Partner suchen. Und natürlich die Nahrungsmittelkrise, die steht ja auch auf der Tagesordnung. Ist ja, der UNO-Generalsekretär wird, glaube ich, heute Nachmittag auch dazugeschaltet oder sogar dabei sein. Da wird er, diese Nahrungsmittelkrise ist aus der Sicht von G20-Staaten oder natürlich das Wichtigste.
Wobei man gesagt hat, dass ja jetzt die ganz aktuellen Beschlüsse, beispielsweise eben diese europäisch-US-amerikanische Seidenstraße, dass das eigentlich viel zu spät kommt, dass diese Strukturmaßnahmen zu spät kommen. Da geht es jetzt eigentlich wahrscheinlich so um eine Art First Aid, Erste Hilfe für von Hunger bedrohte Staaten. Also die Nahrungsmittelkrise ist ja nicht nur eine Frage von humanitärer Hilfe, sondern letzten Endes geht es um die Blockade der ukrainischen Häfen und wie man die beenden kann. Und für die Blockade ist natürlich Russland zuständig. Und hier interessanterweise wieder eine Verbindung, Korridore zu schaffen, wo möglicherweise Getreide wieder transportiert werden kann, auch in die Welt. Dafür braucht man die Türkei, die durch den Vertrag von Montreux die Kontrolle über die Meerengen haben und überhaupt im Schwarzen Meer sehr präsent und die im Augenblick übrigens gleichzeitig mit diesem Gipfel auch verhandeln über die Frage mit Russland, über die Frage von Korridoren. Die Nahrungsmittelkrise ist auch eine Frage des Krieges und der Blockade der Häfen durch Russland. Das haben Sie ein Stichwort genannt, die Türkei. Wir dürfen ja diesen G7-Gipfel nicht als singuläres Ereignis sehen, sondern es ist ja, ich bezeichne es mal als eine Art Triathlon. Wir hatten den EU-Gipfel Donnerstag, Freitag in Brüssel, jetzt in Elmau oder auf Schloss Elmau G7 und dann treffen sich Mittwoch und Donnerstag natürlich nochmal die NATO-Staats- und Regierungschefs in Madrid dann. Ist das heute für Sie aus Ihrer Sicht eigentlich erholsam, diese Harmonie, weil wir haben es ja beim EU-Gipfel gesehen, da ging es ja drunter und drüber und zum Thema, wer darf aus dem Westbalkan denn endlich in die EU rein. Und beim NATO-Gipfel wird es ja nicht viel besser. Die Türkei will Finnland und Schweden nicht dabei haben. Das ist ja eigentlich dann heute mal so eine Harmonieveranstaltung. Also die Rolle der Türkei, man sollte die Streitigkeiten jetzt auch nicht überbewerten. Es ist eigentlich ein relativer normaler Vorgang in der Diplomatie, dass man versucht, Druck auszuüben und eigene Anliegen durchzubringen. Aber die Frage ist, wie zum Beispiel die EU mit solchen Staaten umgeht. Es ist völlig unter den Tisch gefallen, dass unter der französischen Präsidentschaft der EU, die noch anhält übrigens in diesem Juni, ja diese europäische politische Gemeinschaft im Kommuniqué erwähnt wurde, noch nicht beschlossen. Das ist ein Mittel der Zusammenarbeit mit Staaten außerhalb der EU, die aber irgendwie wichtig sind, wie zum Beispiel die Türkei. Was die NATO-Beitritte von Schweden und Finnland angeht und die türkische Blockade im Augenblick, die wird gelöst werden. Und der Generalsekretär selbst hat die strategische Bedeutung der Türkei hervorgehoben. Und es ist nicht der erste, wäre nicht der erste NATO-Gipfel, der von Streitigkeiten überschattet ist. Hans-Dieter Heumann, erstmal soweit. Vielen Dank für Ihre wirklich sehr interessanten Einschätzungen.